Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Last Epoch. Jo, wir sind hier bei die gestohlene Lanze. Und ja, da haben wir ein, zwei, eins, ein Echo schon gemacht. Wow. Jo. Und sind natürlich schon ziemlich stärker geworden im ersten Echo. Im ersten Monolithen, genau. Und ja, jetzt geht's eigentlich mit Vollgas weiter, weil ja schon sehr stark ist der Bild. Jo, ziemlich schnell bei einzelnen Gegnern. Und natürlich in Gruppen auch sehr schnell, also gleich schnell hoffentlich. So. Macht sehr viel Spaß mit diesem Bild und ja, man ist natürlich safe genug, jetzt wirklich auch diesen Schild zu spielen, ein bisschen weniger auf immer ausweichen oder Heiltränke trinken konzentrieren. Ja, habe ich ja auch nicht immer so gern. Also spiele meistens. Jo, eher in aller Ruhe, also konzentrierter vor allem. Und dann die Gegner zu viel Schaden machen. Oder ein bisschen defensiver, also ein bisschen eher hinter die Ranken gehen. Und jetzt muss ich gar nicht mal so hinter die Ranken gehen, oder? Diese armen Ranken, sie renken wieder irgendwelche Schmiede aus. Schmiedeplayer. Sie schmieden. Ranken. Ja. Ist schon, also wirklich. Ich habe jetzt auch ein paar Reviews bei also bei Steam von Last Epoch angeschaut. Und ja, manche haben sehr positiv berichtet, dass das Spiel wirklich fast immer ihnen sehr viel Spaß macht, tut. Das Spiel ist einfach gut gemacht. Also. Es wurden auch viele Vergleiche zu Diablo 4, Path of Exile, Titan Quest und so gepostet in letzter Zeit. Also ich schaue mir gerne einfach die aktuellsten Previews an Spielen, weil ich meistens immer eine positive Meinung habe, aber andere meistens auch natürlich auch zeigen, was negativ ist, oder? Oder ich spreche sie einfach nur kurz an meistens, was so die schlechten Sachen sind. Manche Sachen, die störender sind, tue ich auch gerne manchmal einfach jo, nochmals sagen, wenn es mir auffällt oder so. Aber ich schaue schon, das ist natürlich eher ein bisschen. Ja, sonst würde ich ja auch ein Spiel nicht gerne spielen, oder? Also, ich will ja, dass es den Spiel, mir beim Spielen auch sehr viel Spaß macht. Und das macht natürlich Last Epoch ohne Probleme. Auch wenn sie noch nicht so weit sind. Es sind halt keine riesen Entwickler mit einem großen Studio, das sehr viel finanziert. Also, diesen Publisher, oder? Der finanziert vor allem sehr viel. Bei Diablo 4 und trotzdem ist das Spiel natürlich noch um Längen schlechter. Sagt man dann das? Also Last Epoch ist um Längen besser. So ist es richtig. Weil, ja. Okay, es ist schon ein bisschen länger in Entwicklung. Aber das Studio ist viel kleiner als Blizzard. Und ja, bei Blizzard machen sie einfach viele Fehler, oder? Ich kann die jetzt auch nicht ganz so gut euch erklären, aber das weiß hoffentlich jeder, wenn er irgendwelche Previews, einen Test oder so liest, was halt an Diablo 4 halt schlecht ist. Ich muss hier da weitergehen. Dann glaube ich 3 Punkte drüber. Ich kann das gleich hier nochmal schauen. 3 von 5 Punkten, 5 von 5 Punkten, 2 von 5 Punkten. Okay, dann weiß ich, wie es geht. Sehr gut. Wunderbar. So schreibt keinen in den öffentlichen Chat. Ist momentan gerade Ruhephase. Oh, ich habe eine Taste gedrückt, die ich nicht drücken sollte. Muss ich kurz abklingen, Zeit ab. So. Ah, so Effekt, das ist richtig genial. So. Ihr seht es, ich mache die komplette Map, weil das eine mega coole Map ist. Die ist relativ seitwärts. Oder man muss nur kurz zurückgehen und den Rest nach oben oder unten machen, je nachdem, welche Uhrzeigersinn man macht. Das habe ich in Diablo 2 immer geliebt. Im Uhrzeigersinn, also immer links herum zu laufen. Hat sich immer wieder gelohnt, wirklich. Aber das war in Diablo 2, der World Generator von Last Epoch ist natürlich ein bisschen anders. Die haben da auch ausgewogen geschaut, was sie machen sollen. Dass die Map natürlich nicht einfach ja, ans Ziel laufen ist, ohne dass man ein bisschen nachdenken muss. Und ich finde es cool, weil
Es gibt mehrere auch Positionen auf Maps, wenn sie sich mal wiederholen, wo man startet, wo das Ziel ist und so. Ich finde das ziemlich gut gemacht. Jetzt müssen einfach wieder mehr Maps kommen, natürlich. Das gibt es ja auch, weil ja zwei Akte kommen und dadurch gibt es automatisch in den Monolithen wieder mehr Maps, die das gleiche Layout haben. Und meistens, also es ist jetzt in diesen anderen neuen Akten so, dass sie alle ein bisschen verändert sind vom Design. Das ist ja sowieso schon angekündigt worden, dass die Maps noch besser aussehen. Und ich finde diesen Support einfach grandios. Also in Pass of X seit 10 Jahren, mehr als 10 Jahre. Ja, es gab einfach immer wieder neue Gebiete oder so, aber es wurde meistens einfach die Maps gar nicht groß verändert, also ausgetauscht. Und in Last Epoch kommt das nicht mal ohne Liga. Und ja, hat auch immer wieder sehr schön grafische Updates. Also ich finde der Entwickler um Weiten besser als der von Neuseeland, den Grinding Gear Games. Ich mache vor allem diesen Chris nicht, der die ganze Zeit diese Ankündigungen dann sagt. Und mit seinen Streamer-Kumpels, die ein bisschen zu viel angeben und so, dann irgendwie so redet. Ich mag es einfach nicht. Ja, ich kann schon sagen, dass Pass of Exile langsam für mich einfach nichts Neues gibt. Aber Pass of Exile 2, das werde ich mir sicher ein-, zweimal sicher in einer Liga anschauen. Ich hoffe einfach, das läuft viel besser auf meinem PC. Es hatte eine mega RAM-Auslastung. Und ja, es wird wahrscheinlich in jeder Liga immer wie höher. Also es funktioniert auf meinem Super-PC einfach nicht mehr so gut. Es tut's überlasten. Es generiert wahrscheinlich viel zu viel Leistung, wenn mein PC so gut ist. Und das ist schlecht, oder? Du kannst altgebliebene Spiele nicht mehr spielen, weil sie zu leistungsstark dein PC. Also, ja. Sie fressen zu viel Leistung, weil sie ja die Leistung einfach prozentuell brauchen. Oder wie sagt man dem, oder? Dass einfach bei neueren PCs die Leistungen viel höher sind, die das Spiel benutzt. Und ja, es sollte einfach irgendwann mal limitiert werden. Das nützt ja niemandem. Wenn Leistung über 100% ist, dann bringt es ja auch nichts mehr. Man möchte ja nicht mehr mit 1000, mit ungefähr 3000 wie ich kann, spielen. FPS, sondern ja, höchstens 128. Und der Unterschied zwischen, glaube ich, 62 FPS und 128 ist eigentlich fast nicht erkennbar. Das kann gerne mal jemand sagen, der das so ein bisschen gelesen, gehört hat. Wie viele FPS kann man Maximum wirklich auch festhalten? Und ich sage jetzt nicht von 8K-Monitoren oder so, ich sage mal Full HD oder wenigstens, was sagt man? Ja, das ist zwischen 4, also zwischen 2 und 4K. Jo. Oder ja, 2K auch nur. Je höher mehr Auflösung, desto mehr erkennt man es wahrscheinlich auch. Oder? Und ja, ich muss echt noch schauen, auch selber wieder da irgendwie eine neue RAM einbauen oder so. Brauche ich halt Hilfe, also Hilfe. Jo. Mein PC ist ein bisschen anders aufgebaut innen. Müsste wahrscheinlich die ganze Grafikkarte rausnehmen, weil das so eine spezielle 3070 ist, die so mega groß ist. Und dann diese viele Schläuche von der Wasserkühlung. Ich glaube nicht, dass ich das selber machen kann, wenn ich nicht genau weiß, wie das halt einfach gemacht wird. Jetzt dem alles ausbauen, wieder einbauen. So, noch ein bisschen. Ich hatte wirklich mega Lust auf dieses Wolzen. Es ist zwar immer noch bei Steam nur ausgeglichen, aber stimmt gar nicht mehr so. Also ja, das Balancing ist wirklich ein bisschen Mist, aber geht es immer um den Schwierigkeitsgrad? Also ich habe gedacht, es wäre eher ein bisschen schwieriger, aber scheinbar ist es. Die Leute machen noch immer so OP-Beats.
Ich denke, es ist schon für mich schwierig, weil ich nicht ein Bild mache, den andere schon kennen, sondern spiele ein eigenes Bild. Ich denke mir ein paar Zauber aus und tue die irgendwie kombinieren. Und nicht irgendwie am Bild schauen, welcher der beste Bild ist und dann ein viel zu leichtes Game hat. Ist. Und ich bin fast gegen, also nach dem Tutorial fast schon gestorben. Also ich glaube nicht, dass ich unbedingt das so leicht habe, dass es einfach nicht Spaß macht. Jo. Also ich freue mich auf dieses Let's Play, das heute gestartet ist. Und jo, ich werde... Ich muss mal schauen, ob ich morgen einen Livestream machen kann von Last Epoch. Mit dem anderen Charakter, mit dem Void Dean. Dem leeren Paladin. Aber ja, morgen habe ich einen großen Einkauf. Es müssen dringend ein paar Sachen für meine Wege geholt werden. Zum Beispiel eine Brotbox, Brotlagerbox, zum, ja, dass das Brot nicht immer so mega trocken ist. Jo, und was noch Töpperware, sagt man dem auf Deutsch, das ist ja das Englische. Eine Lagerungsbox für altes Essen, also für nicht gegessenes Essen. Weil sie machen immer viel zu viel Essen, ja. Ne? Heute auch, ja, ich wollte kochen, oder? Ich habe eigentlich den Kochtag, wo ich jetzt immer fest koche, also schon länger jetzt natürlich, schon immer. Aber dass jeder Tag, einmal pro Woche kochen kann und dann nimmt es einfach jemand anders weg. Ich weiß es auch nicht. Also, ich fühle mich jetzt nicht gerade so unterarbeitet oder so. Ja. Keine Lust auf nicht kochen. Aber es wäre schön gewesen, wenn ich mal wieder selbstständig kochen könnte und nicht so viele Leute hätte, die gerne mit mir kochen würden. Ah, ich bin halt immer ein Schwarm. So ein Frauenschwarm. Also, ja, sind ja nicht alles Frauen, aber mehrheitlich kommen Frauen zu Besuch. Weil Männer irgendwie keinen besuchen wollen. Also ich brauche keinen Besuch. Ich gehe immer außerhalb, meine Freunde treffen. Und der eine Mann, der auch noch da ist, mit den zwei Frauen. Wir sind immer vier und seit langem, also wir sind fünf gewesen kurz. Bis Anfang Dezember sind wir fünf kurz gewesen für einen, zwei, ich glaube für eineinhalb Monate. Aber sonst sind wir immer vier gewesen seit März. Und dann haben wir, jo, eben einfach einen freien Tag und jetzt muss ich ja vom Morgen kochen noch und im Groß einkaufen. Nach Basel gehen, um schön einzukaufen. Der macht keinen Schaden, dieser. Aber der andere, der mit dem Eisbite, der macht unglaublich viel Schaden. So etwas von nicht balanciert. Blöde Spitzen. Gift, ja, Gift macht ja immer sehr viel Schaden. Ich weiß aber nicht, wieso der Entwickler so wenig Items generieren lässt, die Giftresistenz haben. Ich habe eigentlich nie viel Giftresistenz, 26. Das ist ja schon schade, ich möchte auch Giftresistenz haben. Wo war das? In Diablo 3 oder so, wo man auch nicht viel Giftresistenz nehmen konnte. In Pass of Exa gibt es auch Giftresistenz, oder? Und ist das eine andere Resistenz, was einfach Gift beinhaltet? Aus, oder? Wie heißt es? Irgendwas so heißt es. Und ja, dort hatte man auch ein bisschen wenig, aber immerhin. Das war eigentlich in Diablo 3. Ich habe das schon so lange nicht mehr so intensiv gezockt. Ja, es ist ja langsam auch fertig. War, glaube ich, die letzte Season einmal. Ist auch fertig. Diablo 4 hat alles zerstört. Jo. Gift. Ich weiß nicht, wieso Leute Gift nicht gerne haben. Einfach zum Schützen nicht gerne haben. Also nicht sich gerne schützen gegen Gift. Aber es ist wahrscheinlich immer wegen dem Entwickler, dass einfach zu wenig Giftresistenz auf Items tut. Ich könnte eigentlich die Bienen Glowsten tragen. Habe ich gut Giftresistenz? Ja, okay. Es ist nur 30 drauf, das stimmt. Ist doch nicht gerade so
gut, aber... Was kann man machen? Was man nicht hat, das ja, muss man sich suchen, und wenn man es nicht findet und andere Items besser, dann haben wir halt einfach keinen Schutz. Aber gut. Ja, vielleicht, weil es halt ein Dot ist, also mehrheitlich dann einfach nur dottet und deshalb genug Zeit hat, um einen Heiltrank zu trinken. Wahrscheinlich deswegen wird man meistens nicht auf Gift geschaut. Ein Schrein! Wieso sind Schreine so häufig, aber so schwach? Also man hat meistens gar nicht so Lust auf Schreine zu nehmen, noch ein bisschen weiter zu kämpfen. Aber ich habe irgendwie einfach Lust, ich will einfach wieder die Geschwindigkeitsschreine haben, die jetzt momentan. Nur wegen dem Geschwindigkeitsschein. Oder wegen dem Goldschrei ein bisschen. Ja. Habe ich eigentlich das Geld schon ausgegeben? Nein. Okay, dann müssen wir nochmal so einen Lagerplatz holen. Gut. So. Komm, nächste für dich. Ich finde das Bild einfach cool. Ich weiß es an. Aber es ist irgendwie einfach cool. Ein bisschen herumlaufen. Ich könnte da die anderen Rankenschuhe auch tragen. Da hätte ich noch ein bisschen Ranken, wenn ich hier mehr laufe. Aber ja, der letzte Part, da mit dem Herumtanzen während dem Bosskampf und nach dem Bosskampf, der war schon cool. Und jetzt tanze ich auch immer noch ein bisschen komisch herum. Wie heißt in den... Vor allem im Eiskunstlaufen ist ja auch eine Art Tanz oder so, Ballett. So ein Sprung, wo man die Arme wieder runterhält. Auf die Arme des Tanzpartners. Oh, ein mega schlechten. Das ist ja mega schlecht. Lol, das ist minimal. 60 bis 130 und wir haben 60. Okay. Kann ich mal verkaufen. Yes. Ich brauche Geld. Ich war arm. Hatte keine Eier. Und musste noch zuerst raus. Meine Eier mussten zuerst raus. So, ich musste das Geld ausgeben. So, nein, ich musste das Geld annehmen. Nicht ausgeben. Ich musste Sachen verkaufen. Ah, der Bogen sieht so geil aus. Aber ich weiß gar nicht, es ist so minimal. Ich mag Unique Items mit wenigen Moni eigentlich nicht so. Es ist einfach ein Geschwindigkeitsbogen. Das ist ein bisschen langweilig. Aber er sieht so geil aus. Ich kann nicht mehr. Oh, schon wieder ein schönes Level. Das ist immer eines der ersten Gebiete gewesen, bis es ausgehöstelt wurde, bis der erste Akt umgewandelt wurde. Ja, ist momentan auch sehr schön, aber ich mochte den alten Akt 1 lieber. Der musste einfach ein bisschen storytechnisch, aber nicht landschaftstechnisch technisch umgewandelt werden. Weiß nicht, haben sie Langeweile gehabt, die Spiele oder so? Wegen ein paar Tannen. Es sieht schon noch ein bisschen anders aus, als das, was vorher war, ganz am Anfang. Aber mir gefällt die Gegend so. Sie kommt so selten in den Echos. Und sie ist meistens ein bisschen zu groß, die Map. Im Life Leech. Ich bin so ein Freund von Life Leech. Aber ich kann es eigentlich nie so richtig benutzen. Ja, es gibt schon Builds, aber es ist, als würdest du irgendwas mitnehmen, was du eigentlich nicht brauchst. Wir drehen Runden, denn wir sind verbunden mit dem Wald. Ach, jetzt kann ich noch ein bisschen Leben nehmen. Wir haben eigentlich erst 1058 Leben. Also schon, ja. Wie sagt man dem? Gut, die meisten Beats haben weniger Leben. Aber, ja, wir sind eher Nahkampf. Und wir haben halt einfach Items, die wir noch nicht so mit Leben zuballern können. Ja. Aber im Endgame, also wenn der Beat, wenn man auf die Items dann hat und so, dann geht er auf Leben. Also Resistenzen, wieso eigentlich?
Also prozentuell weniger Schaden sollte schon ein bisschen ausgeglichener sein, weil manche Builds haben nur so 30 bis 50 Resistenzen maximal mit diesen Items, die sie ausstellen, oder? Und das ist einfach viel zu wenig, da kommst du nicht ins Endgame. Da musst du zuerst auch mal eben gute Items mit Leben haben, dass du Resistenzen eigentlich gut kompensieren kannst. Und dann musst du es auch zuerst mal richtig droppen. Das meiste, was mit Leben ist, sind die Schuhe. Und Schuhe habe ich ganz viele andere, die einfach viel mehr Schaden machen und so. Oder einfach viel schneller sind. Dann kann ich nicht einfach noch Leben drauf haben. Also die Boni sind halt manchmal schon ein bisschen sehr einseitig noch. Also, dass man einfach einseitig Items braucht, oder? Also eigentlich Bewegungsgeschwindigkeit, Resistenzen. Und das gibt es halt relativ wenig. Und da kann ich noch Leben draufkommen. Außer man craftet es selber drauf, aber das kann man, glaube ich, kann man prozentuell Leben draufkräften? Wahrscheinlich nur festes Leben. Oder, ja. Ja, kann schon sein, aber auf jeden Fall nicht so, wie ich es gerne hätte, dass es wirklich hilft. Weil ich verzichte wirklich aufs Craften, weil es wie eine Art Cheaten ist. Genauso wie Handeln in Multiplayer-Games. Es ist eine Art Cheaten. Man tut sich nicht mehr so sehr in dieses Survival, in dieses ja, Hack and Slay rein vertiefen. Man hat einen Charakter und dann ist man eigentlich so weit fertig, dass es einfach nicht mehr so Spaß macht. Man muss ja die Items nicht mehr finden, oder? Also für mich ist ein Hack and Slay eigentlich ein Itemfinderspiel. Und wenn man das abkürzt, dann hat man einfach nicht mehr so viel Spaß. Jo, ist zwar halt nicht wie jeder andere am Angeben, oh, man ist schon so weit, man ist so gut am Spielen. Aber ja, es gibt überall Livestreamer, Let's Play und so, die die ganze Zeit Schwanzvergleiche machen mit anderen oder sich selber und den Schwanz vergrößern. Dass sie einfach, jo, vielleicht auch ein paar Leute anlocken mit ihren Skis, aber schlussendlich doch eher langweilig wirken und nicht immer so viel mehr Zuschauer bekommen. Die Interesse ist dann meistens gar nicht so da. Es ist nämlich ein bisschen komisch, wie wenig manche große Stream-Zuschauer haben bei Hack and Slay. Wieso? Also, dass einfach kleinere viel mehr Zuschauer haben. Also zum Beispiel bei Minecraft, da haben nur die ersten 5 ungefähr mehr als 50 Zuschauer und die anderen haben 16. Unter 16. Ich hatte sogar schon mehr. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Okay, am Abend ist es schon ein bisschen größer noch. Aber hauptsächlich ist diesen Krate im Mittelfeld. Das ist vielleicht wirklich einfach so, dass viele halt einfach die Großen so mega lieben und so mega unterstützen, obwohl sie wahrscheinlich gar nicht viel besser sind als die Kleineren. Und ich schaue immer kleiner und bin rundum glücklich. Also, vor allem wenn sie mit mir einfach auch reden können noch, oder? Ich schreibe, sie reden und das, da bin ich so unglaublich glücklich. Und vor allem wenn ich livestreame und ich ein paar Kommentare bekomme. Also ich bekomme schon recht viele Kommentare. Aber meistens liebe ich es, wenn sie einfach auch ein bisschen privat, also ein bisschen, ja, unter zwei unter vier Augen. Und ja, auch nicht unbedingt über das Spiel reden oder so. Also ja, du kannst schon viel erzählen über Last Epoch oder so. Aber es sind halt Spiele, wo man einfach so ein bisschen den Kopf frei halten kann. Es ist eben ein Spiel, wo du eigentlich nicht intelligent sein musst. Es ist ein Spiel, wo du einfach mal dein Gehirn abschalten kannst und ein bisschen Spaß haben. Vielleicht einfach deine Augen ein bisschen trainierst, wenn mehr nicht. Und wartest, bis der nächste Drop fällt, bis der nächste Boss besiegt wird. Besiegt werden kann vor allem. Oder man hat irgendwo, wenn man mal etwas schafft. Es sind einfach so diese Glücksmomente. Es ist wie Alkohol. Etwas, was man eigentlich nicht braucht, aber gerne hätte. Und spielt, oder? Ja, Alkohol kannst du halt nicht spielen, da trinkst du und dann bist du fertig und hast einen Kater. Oder auch keinen Kater, aber da ist Hack and Slay spielen natürlich ein extrem viel zeitintensives und cooles Game.
also kein cooleres Hobby. Also Alkohol trinken, Zigaretten rauchen, Drogen konsumieren, im Bett herumhüpfen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und, ja, kochen, wie ich, kochen. Meine Güte, wenn ich mehr Zeit hätte, ich würde jeden Tag 20 Mal kochen. Aber ich habe keine Zeit. Ich habe heute schon wieder so viel trainiert. Dann habe ich mehrere Folgen aufgenommen. Ich habe dies und das gemacht. Ich hatte Besuch lange. Mein Tag ist immer so extrem gefüllt. Machst du keinen Schaden mit Overwatch? Pfeifen. Wollt die Pfeifen. So. Jetzt müssen wir noch kurz schauen. 64, ja. 64, noch zwei Level. Dann kommt das Amulett zuerst. Ja, okay. Gut, sehr schön. Gehen wir in der Mitte durch. Folgen. Wir gehen nach rechts, oder? Ja, wir müssen sowieso noch kurz hier ein Idol rausholen. Wir brauchen Elementarwiderstand oder Kältewiderstand. Wir brauchen, glaube ich, Leben. Ja, also Elementarwiderstand brauche ich, glaube ich, gar nicht bei diesem Bild so sehr, aber bei einem anderen Bild. Wo auch Druide ist. Ah, genau. Aspect of the Boar Duration könnte ich gebrauchen. Kälteschaden könnte ich gebrauchen. Auf Wiederholen. Also auf Gützen. Gützen tönt nicht so gut, oder? Finde die Gützen ein schönes Wort. Jo. Ja, in letzter Zeit haben schon viele auch ein bisschen aufgehört, nicht nur Last Epoch zu zocken, auch zum Videos machen oder so allgemein. Viele Kanäle sind momentan ein bisschen am Pausieren. Und ich bin ja immer zwischendurch manchmal am Schauen. Es ist einfach so, dass ich hätte gerne einfach die alten Zeiten, so 2013 ungefähr, zurück. Oder so schon 2011, so mit Skyrim, wo wirklich viele Leute eigentlich dieses Projekt gemacht haben. Auch Minecraft war ja schon sehr beliebt damals. Und jo, Last Epoch halt noch ein bisschen weiter entfernen. Aber es gab auch gute Spiele zum Livestream. Zum Beispiel habe ich ja angefangen mit Diablo 2. Ich könnte es immer noch machen. Ja, oder Resurrected. Aber jetzt, ich habe einfach nicht so das Gefühl, dass viele zuschauen würden oder so. Ja, ist ja bei Wolzen auch nicht so der Fall, oder? Dass viele interessiert. Aber dennoch macht wirklich unglaublich Spaß. Und es gibt halt auch nicht ganz viele Sachen. Ich habe immer noch geplant, ein MMORPG zu zeigen. Es wird wahrscheinlich Black Desert werden, auch wenn das auch schon alt ist. Oder dieses neue, wie ist das Game damals da? Irgendwas mit L. Ein sehr bekanntes Game, was ja, vielleicht bei uns nicht so bekannt ist. Lineage, glaube ich. Lineage, ja. Gibt es ein neues Game, vielleicht das mal anschauen. Aber ich mag Asia, MMORPGs gar nicht so sehr. Zu viel Grinding. So, da noch einmal. Hier sind wir eigentlich schon komplett fertig. Das müssen wir hier screen. Was ist das? 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1. Nur noch hier unten? Okay. Heilung. Beschwörungstempo. Einfach nur ein bisschen mehr Heiltote. Ja, wer das anders machen? Das ist alles. Das wäre aber auch nicht schlecht, oder? Das Ranken-Dorn-Cheater. Ja, ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Ja, wir haben ja nicht die Spriggen gestartet, also das nicht, also das. So, und das ist einfach ein Notfall.
Punkt. Und hier ist es wahrscheinlich da beim Hammer. Das ist, was ist das? Nein, was ist das hier? Ja, per Wiederherstellung braucht, also haben wir ja dann immer, oder mit diesem einen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Skill heißt. Ah, da unten steht's. Nein, steht jetzt gar nicht. Also der Baron. Es ist so kompliziert. Also sind wir hier oben. Also ich bräuchte noch irgendwo einen Punkt von einem Item wahrscheinlich. Dann ist 3 von 4. Und der letzte ist der Schrei. Da muss ich irgendwo rechts unten. Ne? Ah, ich muss hier runter. Also der braucht viel mehr Skillpunkte scheinbar. Ich brauche mindestens 2 noch. Und sonst ist alles. Nein, hier noch ein Punkt. Okay, der hat einfach ein Item wahrscheinlich. Schau mal kurz. Attunement. 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 Movement Speed. Der hat nichts auf Spriggen vor. Ja, was ist es? Schrei? Hä? Wieso hat er so viele Punkte da drin, wenn er nichts von Schrei hat? Ja, ich brauche unbedingt diesen Silberfondsring. Der wird nicht gedroppt. Man muss kurz nachschauen. Wo. Age of Winter erst, okay. Da müssen wir unbedingt dann ein bisschen craften zuerst. Jo. Yes. Weil dann haben die Ranken noch mehr Attack Speed. Und irgendwie teleportieren wir auch uns, aber wahrscheinlich nicht, weil wir sie ja nicht selber casten, die Ranken. Dann teleportieren wir uns gar nicht. Wir wären ja auch ein bisschen störend, wenn wir random Ding würden. So, machen wir noch einen, hä? Ja, es ist schon wieder so ein bisschen. Mein Gott, die Zeit geht immer, die 30 Minuten gehen immer so schnell durch. Also, jo, ich habe eigentlich nichts mehr so zu berichten. Sicher machen wir aber kurz, schnell fertig. Und ich glaube, ich nehme gleich nochmal so ein Bad auf. Oh ja, erst später, nach dem Hochladen. Ich will ja so aktuell wie möglich die Parts auch hochladen. Und ja, ich freue mich riesig auf dieses Minecraft-Projekt. Es wird auch nämlich ein bisschen ähnlich wahrscheinlich wie Last Epoch. Also wir ein bisschen schauen, dass wir ein bisschen mehr Action haben. Vielleicht ein paar Dungeons machen oder so, wo dann viele Monster sind und dann gemeinsam Gruppenschnitzel. Jo, ich würde mich freuen, wenn ihr auch ein bisschen Interesse habt. Also zu Ihnen tue ich euch nicht, also damit, aber ich sag's einfach. Es ist nämlich ein wirklich tolles Projekt dann. Was natürlich dem Last Epoch Let's Play überhaupt nicht schadet. Ich werde auch wahrscheinlich mehr sogar Last Epoch Livestreamen. Weil ich zeitlich immer schaue, dass ich also einfach mir mehr Zeit nehmen kann, wenn ich ein neues Projekt mache. Weil man auch intensiver wie so ein Serverprojekt. Wenn man halt viel rumspielt, wie mit anderen Streamern oder Zuschauern, auch ein bisschen sich unterhält. Tiermeister. Wieso ist so ein random Boss, der hat nämlich so einen großen Namen. Zwischendurch, da. Es fällt schon auf, dass manchmal Bosse echt oft kommen. Also ganz große Zerge. Ja, der Entwickler will halt einfach, dass wir ein bisschen aufgehalten werden. Wir ein bisschen manchmal schwierigere Gegner haben. Das hat der Entwickler schon mal so entschieden. Vielleicht ändert es irgendwann mal, aber. Ach, schade, nicht ganz so gut. Ja. Okay, ich nehme es mit, weil Block-Effektivität. Das muss exalted sein und das obere muss ein bisschen höher sein. Das die Block-Chance plus. Ja. Aber immerhin etwas Ähnliches schon mal. Aber ein Schild mit Block mehr Block-Chance habe ich auf jeden Fall. Wenn ich schon 3 oder 4. Die wahrscheinlich über 40 sogar sind insgesamt. Oben und unten. Ober dem Strich und unter dem Strich. Und zwischen dem Strich, ja. Hochgestrichen. Hinter dem Strich, genau, hinter dem Strich.
Kennt ihr den Ort hinter dem Strich? Oh, diese Jugenden. Immer auf den Strich gehen. Manche gehen auf den Zeiger, manche gehen auf den Strich. Und machen beides. Tja, ja. Schöner Gegner, ich liebe den Gegner. Also mit diesem Bild mag ich ihn ein bisschen, aber mit manchen Builds mag ich den Gegner überhaupt nicht. Zu zäh. Weil ja diesen Himmelsstrahl da, der auf den Boden klatscht, der ist einfach viel zu langsam, den kannst du so gut auswählen. Effekt für Wildschwein. Nein. Nahkampfschaden. Dienerschaden. Das nehmen wir mal mit. Eventuell, wenn ich weniger Resistenzen brauche, nehme ich den. Vielleicht ein bisschen, ja, gegen Bosse, die nur ein Element haben, so mehr Schaden zu machen. Und jo, dann sehen wir im nächsten Part halt das Schwert. Dann zuerst, also ganz sicher Schlangenmilch, das Amulett und dann das Schwert, wahrscheinlich auch noch im gleichen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Dankeschön, ja, dass ihr eingeschaltet habt und jo. Freut mich, dass es euch gefällt. Oder auch nicht. Schreibt es in die Kommentare, was es für euch gemacht hat, das Video. Ein bisschen etwas machen. Mache ich auch immer. Also es ist, ja. Mir macht es immer wieder Spaß, jemandem zu helfen und so. Jo. Habe es aber scheinbar nicht gerne so verdient. Naja. Man wird auch immer beliebter, oder? Oder wird man unbeliebter? Keine Ahnung. Also ich werde beliebter, habe ich so das Gefühl. Schnell auch. Jo. Dankeschön und einen schönen Tag noch. Tschüssi.